Denken Sie, es geht um die Zukunft Ihres Sohnes, Mrs. Arrow? Ich akzeptiere das Angebot mit allen Bedingungen. Aber nur, weil ich weiß, dass mein Mann es so gewollt hätte und weil ich glaube, dass es zu Sadies Bestem sein wird. Ihr Sohn wird Ihnen dafür einmal danken. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Havisham. So. Das ist also der kleine Lord Fauntleroy. Oh, da soll mich doch der Teufel holen. Es wird für ihn schwierig sein zu verstehen, warum wir von nun an getrennt leben müssen. Aber er wird es akzeptieren, wenn sein Großvater gütig und liebevoll ist. Und das wird er doch wohl sein, gütig und liebevoll, Mr. Havisham. Wenn du der Earl von Dorincourt bist, wirst du mutig und großherzig sein, nur um das Wohl der anderen besorgt. Jeder Mensch sollte mit seinem Leben die Welt ein ganz klein wenig besser machen. Keiner in der ganzen Welt hat so ein gutes Herz wie du, Großvater. Das weiß ich bestimmt. Ich bin kein Mensch zum Gern haben. Doch er vermag mich gern zu haben. Lord Fauntleroy.